Hallo, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Neue Wege erleben. Und neue Wege ist das Stichwort für das heutige kurze Video. Es geht nämlich um das Thema Navigation auf dem Bike. Ob das Handy, das Navi oder die Fitnessuhr bzw. die Smartwatch das Richtige für euch ist, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei! Ja, könnt ihr euch noch an diese lustigen Klemmbretter erinnern, die es früher auf dem Fahrrad gab, die man sich in den Lenker montiert hat, um die Karte drunter zu klemmen oder die Lenkertaschen mit der Folie drüber? Die Zeiten sind zum Glück vorbei, beziehungsweise eigentlich hat es damit ja auch irgendwie funktioniert. Aber seitdem ist ja nun das GPS relativ kostengünstig in jeglicher Form und mittlerweile auch in jedem Smartphone gibt es natürlich damit auch vielfältige Möglichkeiten, auf dem Bike zu navigieren. Das Einfachste ist natürlich das Smartphone, einfach deswegen, weil es jeder natürlich zu Hause hat. Aber darüber hinaus gibt es natürlich auch spezialisiertere Geräte, die einiges mehr können oder für den einen oder anderen einfach auch besser geeignet sind. Und mittlerweile auch beim Thema Smartwatches, wenn man sich anschaut, was die alles heute an Funktionen mitbringen, gerade die etwas teureren Modelle mit einer wirklich vernünftigen GPS-Navigation. Also gibt es doch viele verschiedene Geräte, um sinnvoll oder gut mit dem Bike navigieren zu können, wenn ihr unterwegs seid. Welches dieser Geräte jetzt für wen vielleicht das Beste ist? Ich habe alle drei im Einsatz bei mir. Das verrate ich euch jetzt mal. Stellt euch die verschiedenen Modelle einmal vor, beziehungsweise die verschiedenen Konzepte. Was sind die Vor- und Nachteile und was lohnt sich am Ende für wen? Die wirklich kostengünstigste und einfachste Lösung für alle dürfte das bekannte Smartphone sein. Mit den nötigen Apps wie Komoot, Google Maps und Co. ist natürlich das Thema Navigation auf dem Bike so einfach geworden wie noch nie. Jeder hat ein Smartphone zu Hause und mit der entsprechenden Bedienerfreundlichkeit von den modernen Apps und wie gesagt, ich bin ein großer Fan von Komoot, kann man sich zu Hause seine Routen entspannt zu Hause planen und dann entsprechend in der App nach Navigation nachfahren. Jetzt ist es natürlich so, dass so ein Handy jeder da hat. Das heißt, die Investitionen für so eine Navigation mit dem Handy am Bike sind natürlich entsprechend gering. Das heißt, hier reicht in der Regel eine entsprechende Halterung. Die gibt es überall zu kaufen, von 10 bis 15 Euro vielleicht. Da gibt es extrem viele Unterschiede. Meiner Erfahrung nach aber auch extrem große Unterschiede, was die Stabilität beim Biken dann angeht, gerade wenn man mal etwas auf rumpeligeren Trails unterwegs ist. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich kein großer Fan davon bin, mit dem Handy zu navigieren. Hinzu kommt das Thema Akkulaufzeit. Sprich, wenn ihr wirklich mit Navigation fahrt, saugt das natürlich auch gerade bei längeren Touren oder auch bei Mehrtagestouren euren Akku extrem leer. Ich bin kein großer Fan, auch noch zusätzlich wie eine Powerpoint mitzunehmen, mir dann das Kabel da am Lenker alles zu verkabeln und alles, dass man dann das Ganze an seinem Lenker entsprechend hat. Das versuche ich in der Regel zu vermeiden. Gleichzeitig ist natürlich auch das Thema der Ablenkung mit dem Handy. Klar könnt ihr euer Handy in Flugmodus stellen, solange ihr euch die Route vorher offline geladen habt, geht das auch. Aber ich will zum Beispiel nicht, wenn ich auf einer Fahrradtour unterwegs bin, ständig irgendwelche Benachrichtigungen von WhatsApp, Anrufe oder irgendwas bekommen. Denn dazu habe ich das Thema nämlich eigentlich sonst mal weggepackt, das Telefon. Was natürlich ein Riesenvorteil ist von dem Handy, ist einfach die Bedienbarkeit. Aufgrund des großen Displays und der Touch-Oberfläche, die entsprechend hervorragend funktioniert, ist natürlich das eigentliche Handling am Bike, wenn es denn fest und stabil montiert ist, extrem einfach. Das heißt, ihr könnt relativ einfach, teilweise sogar mit entsprechenden Handschuhen, in der App navigieren bzw. die App bedienen, sofern denn überhaupt eine Bedienung unterwegs notwendig ist. Aber gerade wenn es nochmal um das Thema Zoom geht, ihr vielleicht von der Route abgekommen seid, dann muss man doch recht häufig rein und raus zoomen. Das funktioniert auf dem Handy natürlich super. Das Display ist, wie gesagt, entsprechend groß. Von der Bedienerfreundlichkeit ist so ein Handy einfach schon extrem praktisch. Aus meiner Perspektive, und deswegen nutze ich es, wie gesagt, nicht, ist es mir nicht stabil genug. Ich möchte eigentlich das Handy eher für andere Dinge nutzen, möchte vielleicht auch ein bisschen beim Akku sparen, um halt im Zweifel auch im Notfall noch genügend Akku übrig zu haben, um telefonieren zu können oder vor allen Dingen auch vielleicht Fotos zu machen. Von daher sehe ich eigentlich das Handy als klassischen Anwendungsfall für den Gelegenheitsfahrer und für den Stadtfahrer, der vielleicht nicht keine größeren Unternehmungen plant und der vielleicht auch nicht viel Geld ausgeben will, weil am Ende ein Smartphone hat jeder eine kleine Halterung für 15 Euro, die ist schnell gekauft, lassen sich an vielen Lenkern auch gut montieren und insofern ist das Handy für mich ganz klar für den Gelegenheits- und Stadtfahrer. Die nächste Möglichkeit ist dann das klassische Navi, wie man sie so kennt von Garmin, Wahoo und all solchen
entsprechenden Herstellern. Die gibt es mittlerweile seit deutlich über 10 Jahren auf dem Markt, mittlerweile auch zu vernünftigen Preisen. Ich habe hier mein Garmin GPS Map 62S mittlerweile schon seit vielen, vielen Jahren im Einsatz, weil es extrem robust ist. Für mich von der Funktion immer noch gut ausreicht. Natürlich haben die neuen mittlerweile App-Funktionalitäten, wo man sich sogar direkt die Apps von Garmin bzw. von Komoot und sonstigen Anbietern draufladen kann, wodurch dann die Navigation eigentlich fast genauso einfach ist wie auf dem Handy. Da gibt es mittlerweile schon viel, viel mehr Möglichkeiten. Grundsätzlich ist aber der Vorteil von solchen Geräten natürlich im Vergleich zum Handy, dass sie extrem robust sind. Die Empfangsgenauigkeit würde ich jetzt gar nicht mal sagen, dass die unbedingt besser ist. Ich glaube, da sind mittlerweile die meisten Devices auf einem ähnlich hohen Niveau. Aber sie sind halt extrem robust, wasserdicht bzw. sehr wasserabweichend, auch sturzresistent. Das heißt, wenn ich hier wieder an den Klassiker denke, ihr habt euch das Handy am Lenker montiert, es fällt mal runter und mir persönlich ist es auch schon passiert, dann geht doch so ein Handy deutlich schneller mal kaputt als so ein Navi. Ein weiterer Vorteil sind entsprechend die Akkulaufzeiten von solchen Geräten und die Möglichkeit, je nach Hersteller noch einen günstig Ersatzakkus mitzunehmen, sodass man auch bei Mehrtagestouren immer ausreichend Akkulaufzeit zur Verfügung hat. Gleichzeitig das Handling ist, wie gesagt, mit entsprechenden Apps ähnlich einfach wie mit einem Smartphone. Hier auf dem älteren Gerät ist das Ganze aber auch nicht viel komplizierter, denn man kann sich bei Komoot einfach den GPX-Track runterladen, einmal auf das Gerät drauf spielen und dann funktioniert das. Weiterer großer Vorteil von den Geräten ist natürlich, dass man bei der Fahrt auch aufgrund eines recht großen Displays und häufig einer Knopfbedienung auch sehr gut mit Handschuhen und unter jeden Bedingungen das Gerät bedienen kann. Das heißt, man kann auch während der Fahrt mit einer Hand schnell mal reinzoomen, rauszoomen bzw. das Display verschieben. Das ist also ein Riesenvorteil von diesen Geräten, wenn man unterwegs ist. Das ist also auch etwas, was ich als sehr, sehr angenehm empfinde, wenn ich mit dem Bike unterwegs bin und habe das Navi dabei. Bin gerade auf unbekanntem Gebiet unterwegs, will mir vielleicht das angucken. Ein Weg ist nicht befahrbar, ich muss mir schnell eine Umgehung suchen. Dann kann ich mit so einem Gerät schnell rein- und rauszoomen und bin da entsprechend gut unterwegs. Gleichzeitig kann ich hier natürlich auch unterschiedlichstes Kartenmaterial verwenden. Also da gibt es gerade im Internet viele, viele Anbieter, egal ob es jetzt Open Mountainbike Maps sind oder was auch immer. Das ist wirklich eine Vielzahl, das will ich jetzt hier nicht weiter thematisieren in dem Video, das würde den Rahmen einfach sprengen. Das sind aber die wesentlichen Vorteile, also hier von so einem Navi. Es ist extrem robust, lange Laufzeit, hohe Funktionalität, gute Bedienbarkeit, die Befestigung am Lenker mit entsprechenden Halterungen, die es von den Herstellern dazu gibt, auch sehr robust. Das kann ich also definitiv empfehlen für ambitioniertere Bike-Abenteurer oder für Langstreckenfahrer. Da ist so ein richtiges Navi hier einfach goldrichtig, weil ihr einfach damit viele Möglichkeiten habt und aus den schon angesprochenen Vorteilen entsprechend zehren könnt. Anschaffungskosten von so einem Gerät sind vielleicht so um die 300 Euro, sage ich jetzt mal, 300, ich weiß gar nicht, bis wohin die mittlerweile gehen, aber ich sag mal, zu circa 300 kriegt man hier schon was Vernünftiges. Weiterer Vorteil von den Fahrradnavis ist natürlich, dass sie die klassischen Bike-Computer oder Tachos von früher eigentlich auch vollständig ersetzen, sprich sie zeigen euch auch jederzeit eure Geschwindigkeit, die gefahrene Strecke und sonstige Informationen an. Insofern ersetzt so ein Fahrradnavi auch nochmal gleich den Fahrradcomputer. Kommen wir zum letzten Vertreter in meiner Navi-Runde. Das ist das neueste Mitglied. Das hier ist die Garmin Fenix 6 Pro, eine Sport- und Smartwatch von Garmin, wie gesagt. Nicht ganz günstig, aber aufgrund der wirklich sehr guten Navigationsfunktion habe ich mir die zugelegt. Gar nicht primär fürs Bikefahren. Und da greife ich dem schon ein bisschen voraus, was so meine Empfehlung ist, für wen so eine Uhr geeignet ist. Aber ich habe sie mir nicht nur rein fürs Bikefahren gekauft, sondern halt auch viel fürs Wandern und Bergsteigen in den Bergen, wo ich halt eben nicht so ein relativ relativ sperriges Navi mitnehmen will, was ich halt immer rauskramen muss, beziehungsweise mir mit dem Karabiner irgendwie einen Rucksack machen muss, sondern wo ich im Zweifelsfall einfach schnell auf die Uhr gucken kann und um zu sehen, bin ich noch auf der richtigen Route. Diese modernen Uhren haben natürlich den Vorteil, dass sie genau die gleiche Funktionalität bezüglich Apps zum Beispiel wie von Komoot auch bieten. Das heißt also auch hier für diese Uhr gibt es eine entsprechende App von Komoot. Ich kann mir hier kabellos jederzeit von meinem Handy innerhalb weniger Sekunden die gleiche Route hier auf dem App laden, kann mir die anzeigen lassen, natürlich mit kleinerer Auflösung bzw. kleinerem Display und kann die entsprechend nachfahren. Wo ich diese Uhr nun anbringe, das ist natürlich jetzt am Ende die große Frage. Ich kann sie natürlich relativ einfach am Lenker montieren.
Hier kann ich sogar relativ einfach auch zwischen Fahrrädern wechseln. Ich brauche da noch nicht mal eine spezielle Halterung, sondern ich kann mir im Zweifelsfall auch mal so ein bisschen, so wie von einer typischen Rohrisolierung, so einen Schaumstoff drunter machen, die Uhr drum machen, dass sie fest ist. Die verrutscht nicht, die kann nicht runterfallen, einfach weil sie geschlossen ist, und kann so schnell zwischen verschiedenen Bikes hin und her wechseln. Und solange die Uhr am Lenker montiert ist, kann ich damit natürlich relativ gut auch navigieren. Was natürlich der Nachteil ist, wenn ich die Uhr am Lenker montiert habe, ist zum einen, dass ich auf die ganzen klassischen Funktionen, die so eine Uhr natürlich bietet, wie Herzfrequenzmessung, nicht direkt zugreifen kann, ohne dass ich mir noch wieder entsprechend relativ teuren Brustgurt dazu kaufen muss. Und was es halt definitiv auch nicht ganz optimal macht, ist aufgrund der kleinen Displaygröße, ist die Navigation und das Rein- und Rauszoomen doch etwas fummeliger, gerade mit Handschuhen. Die Displaygröße lässt dann halt eben doch nicht so schnell einen großen Überblick über das umliegende Gelände zu, wie man das vielleicht von einem klassischen Fahrradnavi kennt. Jetzt kann ich natürlich alternativ die Uhr auch wieder ums Handgelenk machen. Dann habe ich hier die volle Funktionalität zur Herzfrequenzmessung etc., ohne dass ich mir einen zusätzlichen Brustgurt kaufen muss oder möglicherweise die Uhr noch wieder irgendwie am Lenker befestigen muss. Allerdings ist dann doch schon relativ schwierig, gerade im Winter, wenn man viel Klamotten anhat, dann ist einfach die Uhr nie im Sichtfeld. Das heißt, ich muss jedes Mal, wenn ich mir unsicher bin, ob ich links oder rechts abbiegen muss, muss ich den Ärmel hochkrempeln. Wenn ich rein- und rauszoomen will, wird das ganz schön äußerst schwierig, weil dann muss ich am Ende freihändig fahren, um entsprechend die Knöpfe zu bedienen, weil ich einfach zwei Hände dafür brauche. Da kommt halt definitiv die Navigationsfunktion von so einer Uhr für einen Fahrradfahrer einfach an die Grenzen. Funktionieren tut das auf jeden Fall. Ich bin jetzt schon mehrere Routen gefahren danach damit. Wenn man entsprechend neue Routen fährt, die jetzt vielleicht nicht komplett unbekannt sind, dann weiß man immer ungefähr, wann man mal kurz schauen muss, ob man links oder rechts abbiegen muss. Dafür funktioniert das für den Gelegenheitsfahrer auf jeden Fall. Allerdings ist es grundsätzlich nicht so komfortabel wie so ein klassisches Fahrradnavi. Was wiederum Pluspunkt ist von solchen Uhren, ist natürlich die auch mittlerweile recht lange Akkulaufzeit, auch bei Navigation. Das heißt, so eine Uhr kann ich durchaus auch bei so einem zweitägigen Abenteuer mitnehmen, ohne dass ich die zwangsläufig nachladen muss. Und natürlich die kleine Größe und das sehr geringe Gewicht. Das war also auch einer Gründe für mich, warum ich mir so eine Uhr noch gekauft habe, weil ich sie eben nicht nur explizit fürs Biken nutze, sondern halt eben auch für andere Unternehmungen, gerade in den Bergen, wenn ich halt entsprechend nochmal Gewicht sparen will und mir zusätzlich nicht noch vom Handling her ständig das ja, große Navi hier irgendwie irgendwo dran klemmen will. Da kann ich einfach schnell auf meine Uhr gucken, sehe, ob ich noch auf der richtigen Route bin, habe gleichzeitig die Informationen zur Herzfrequenz und sonstigen. Da ist definitiv so eine Uhr optimal. Das bringt mich dann eigentlich auch schon direkt zu der Empfehlung, für wen am Ende so eine Uhr ist. Das ist aus meiner Sicht, wenn ich damit navigieren will am Bike, durchaus etwas für den ambitionierten und vielfältigen Sportler und auch ja, vielleicht Abenteurer, der so ein Navigationsgerät auf unterschiedlichsten Einsätzen einfach mitnehmen will. Es ist eine sinnvolle Ergänzung zu einem klassischen Fahrradnavi. Das heißt, ich kann hiermit einfach noch mal ein paar mehr Sachen machen, bin noch mal ein bisschen flexibler in der Handhabung, aber als kompletter Ersatz für so ein klassisches Fahrradnavi reicht es so eine Uhr aus meiner Sicht sicherlich nicht. Hinzu kommt natürlich, dass so eine Uhr mit ca. 400 bis 500 Euro auch extrem teuer ist. Das heißt, hier sollte nicht die Navigation als alleiniger Fokus drinstehen. Für mich war es zwar einer der entscheidenden Gründe für so eine Uhr, aber halt eben auch, weil ich sonst keine entsprechende Sportuhr habe, war das eine sinnvolle Kombination aus verschiedenen Funktionen und gleichzeitig für einzelne Routen oder entsprechende Touren eine sinnvolle Ergänzung zu meinen Navis. Als kleine Ergänzung vielleicht noch zu dem Thema nicht vorgeplante Routen. Natürlich kann ich mir Routen super vorplanen mit Komoot und Co. Kann die eigentlich 1:1 auf allen diesen drei Geräten nutzen. Das macht keinen großen Unterschied. Gleichzeitig kann man mittlerweile eigentlich auch alle diese drei Geräte nutzen, um so eine Art Zielnavigation zu machen. Das heißt, ihr seid in einer unbekannten Region, möchtet gerne von A nach B navigieren, beziehungsweise auch einen Rundkurs euch relativ schnell vor Ort planen, ohne dass dies vorgeplant ist. Das macht aus meiner Sicht mittlerweile auch keinen großen Unterschied mehr. Klar, das Handling ist vielleicht auf dem Handy noch mal ein bisschen einfacher als auf der kleinen Uhr, aber grundsätzlich funktioniert das auch bei allen Geräten. Fassen wir das Ganze noch mal zusammen, dann haben wir gesehen, dass die entsprechenden Geräte sehr, sehr unterschiedlich sind vom Handling, auch vom entsprechenden Investitionsbedarf, weil so ein Smartphone hat zum Beispiel jeder. Trotzdem hat entsprechend jedes dieser Geräte seine entsprechende Berechtigung in dem entsprechenden Anwendungsbereich. Zusammenfassend würde ich einfach sagen,
Das Smartphone ist das Richtige für den Gelegenheitsfahrer, der gerne auch mal neue Routen mit modernen Apps wie Komoot oder sowas fahren möchte. Oder denjenigen, der vielleicht hauptsächlich in der Stadt unterwegs ist, wo auch vielleicht das Gelände nicht so rumpelig ist, sodass möglicherweise auch das Handy schnell mal irgendwie doch nochmal runterfällt. Das Fahrradnavi ist aus meiner Sicht ganz klar die Empfehlung für den ambitionierten Vielfahrer, der entsprechende Bikepacking-Abenteuer macht, der lange Routen fährt, der einfach die volle Funktionsumfang bei einer entsprechenden Robustheit und entsprechenden Langlebigkeit und langen Akkulaufzeit haben möchte und die entsprechende Smartwatch oder Fitnessuhr mit entsprechender vernünftiger Navigationsfunktion, die zugegebenerweise relativ teuer sind, bieten auf jeden Fall bezüglich der Navigation viele Möglichkeiten. Das Handling ist etwas eingeschränkt aufgrund der Displaygröße und auch der entsprechenden Navigation mit Rein- und Rauszoomen und Verschieben der Route, gerade wenn man sowas natürlich am Handgelenk trägt. Trotzdem ist natürlich so eine Uhr sehr, sehr vielfältig. Ich kann sie auch bei vielen anderen Sachen nutzen. Insofern ist die Uhr für mich die Empfehlung für den ambitionierten Multisportler, Multiabenteurer, eine sinnvolle Ergänzung, und das ist auch so ein bisschen für mich der Grund, warum ich am Ende ganz gerne entweder diese Uhr oder halt das Fahrradnavi auf meinen Touren nutze. Das Handy aus den genannten Gründen nutze ich sehr selten, aber so kann man das, denke ich, mal ganz gut zusammenfassen. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen geholfen. Falls ihr überlegt, euch auch entsprechend das Navigationsgerät für euer Fahrrad oder euer nächstes Bike-Abenteuer zu kaufen. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo auf meinen Kanal. Ansonsten bis zum nächsten Mal.